Willkommen zurück zu Dead Space. Es geht weiter. Hier stehen wir nun, haben dieses Sprengteil nun mitgenommen, womit wir die eine Tür bzw. die Barrikade aufsprengen können und weiterkommen. Ja, und uns wurde schon vorgewarnt, es rennen weitere Viecher hier rum. Das ist ja nichts Neues. Machen wir uns also darauf gefasst, dass der Rückweg nicht unbedingt einfach wird. Selbst in der Schwerelosigkeit kann es da zu unangenehmen Momenten kommen. Aber hier... Eintritt Schwerelosigkeit. Scheint doch alles in Ordnung zu sein. Oder eben auch nicht. So, aber für euch gelten auch physikalische Gesetze und so. Die wollen natürlich zu mir kommen. Aber müssen das nicht überhaupt nicht unbedingt schaffen, wie man sieht. Das ist jetzt irgendwie trollig. Ich weiß jetzt nicht, wo es ist. Es könnte jetzt auch ein Hochkrabbel kommen oder was weiß ich. Ich traue mich nicht wirklich raus. Natürlich jetzt wieder was anderes in der Schwerelosigkeit zu kämpfen. Wo ist es? Ich würde es halt gerne mal sehen, die Stifte. Es ist garantiert unter mir und wartet. Es kommt nicht. Okay, wisst ihr was dann? Wir müssen ja eigentlich nur zurück, oder? Aber das ist ja rot, das geht ja gar nicht. Was war eigentlich das? Oh, da ist ja eins. Huch, hallo! Okay, ja, bleib mal hier schön da, wo du bist. Entferne ich dir mal dieses Ärmchen, wenn du nichts dagegen hast. Okay, da schwebt das Ärmchen weg. Wie schön ist das denn? So, ist er tot? Ja, er schwebt leblos rum. Macht keinen Eindruck mehr. Ich glaube, das ist nicht beabsichtigt, dass ich hier noch im normalen Türrahmen stehe. Tritt Schwerelosigkeit. So, vielleicht kommt jetzt noch mehr. Aber unter mir ist garantiert noch eins. Der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, ich weiß langsam. Ich bin ein Schisser. Ach, da, es kommt. Der Schwerelosigkeit. Ah, shit. Jetzt kommt's, oder? Da, 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 da! Ah! Da ist es. Tschüss. Zeig den anderen. Oder kann ich auf den Schwanzer packen? Geht das auch? Das tut auch weh, hä? Ich glaube, es ist tot. Ach, sind das Viechers, okay. Eintritt Schwerelosigkeit. Also normalerweise hätte man jetzt hier mit der Schwerelosigkeit die Gegner blätten sollen oder schnell abhauen und so weiter und so fort. Aber ich mache das nur auf die Art. So, ich kann keine Plasma-Energie mitnehmen, wie ihr schon bemerkt habt, garantiert. Mir wird übrigens noch ein Tipp gegeben. Mist, das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Ihr seht ja hier zum Beispiel diese explosiven Teile, die kann ich mir auch zunutze machen. Hätte ich eigentlich schön machen können bei den Gegnern. Weil, wenn ich das mit Stars nehme, also besser gesagt mit Chinese, übrigens, es kostet keine Stars, ich weiß nicht, warum ich mir das eingebildet habe, dann kann ich das jetzt auch mit der Schusswaffe jetzt wegschleudern, beziehungsweise auf Gegnern schleudern. Das ist eine schöne Spielerei. Dann passiert nämlich sowas mit dem Gegner. Rein theoretisch. Irgendwie habe ich jetzt das Ding kaputt gemacht, aber das ist ja nicht mein Problem. Und den Typ habe ich auch zerfetzt. Naja, Unfälle geschehen. Gut, so danke nochmal für den Hinweis. Wer weiß, wie lange es gedauert hätte, bis ich darauf gekommen wäre. Dann wollen wir jetzt mal weitermachen. Mit B. Ach, Dead Space ist einfach ein geiles Spiel, oder? So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier wieder durchsterbe. Hier ist nämlich alles offline und so. Eventuell. Ach nee, alles gut. Hab nichts gesagt. Ende der Schwerelosigkeit. So. Jetzt heißt es wieder zurück mit uns. Beziehungsweise jetzt kommt wieder, ne, ihr wisst ja, ein luftleerer Raum. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da jetzt auch Widerstand kommt. Das ist so schön, dass ich mich beeilen. Ich darf jetzt nicht zu vorsichtig sein, auch wenn ich Angst habe. Jetzt ganz leise sein, sonst hören wir die Bestie nicht. Wir hören sowieso nichts. Das ist so geil. Sag mal. So, ich dachte schon, was ist mit dem los? Wollt das Beinchen nicht wegfliegen? Das ist so cool gemacht, Leute. Es könnte einer hinter mir sein, ich krieg's nicht mit. Ich liebe das. Wieder rein. Oh, hi. Warte mal, warte mal. Langsam, Kamerad. Das ist
Tot? Bist du tot? Shit, ich habe immer noch keine Luft, aber ich habe keine Luft. Machen wir uns Ende des Vakuums. Machen wir uns keine Sorgen. Wir haben es ja schon mal einmal aufgerüstet. Ich habe... Nee, das wisst ihr ja. Ich habe ja nachgeguckt. Man kann die Luftkanister nicht auf eine Shortcut legen. Ich finde das ziemlich blöd. So, hier ist immer noch zu. Erhöhte Strahlung, okay. Ich muss ja eh zurück, wie wir wissen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wieder beim Speicherpunkt. Wunderbar. Jo. Okay, Freunde. Weiter geht's. Wir müssen wieder zurück. Das wird uns unser Rotkrümel-Assistent auch hier natürlich bestätigen. So, bis jetzt ist hier anscheinend noch alles tot. Wunderbar. Ich muss mich zurückschieben. Komm her. Komm her! Stopp. Ich finde das gut, dass die Chinesen doch keine Stase kostet. Dann kann man sich schön Zeit damit lassen. Oh, hi! Kann es sein, dass ihr ein bisschen robuster werdet? Das ist bei den Beinchen. Aber ich werde auch ein bisschen sicherer. Hat alles so seine Vorteile mit uns. Was? Oh, da oben. Können die da runterfliegen jetzt? Ich glaube nicht, oder? Hochspringen können sie. Wenn sie wollen. Ist schon tot. Okay, cool. Ja, genießen wir die Viecher noch. Es kommen noch weitaus schlimmere. Genießen wir es. Okay, weiter. Dieser Tür eigentlich, da darf ich nicht rein. Darf ich da niemals rein? Schau so. Verschlossen ist verschlossen. Und wird auch nicht entschlossen. Hier war ja die. Ne, da war nix. Schon gut. Jetzt die Stick. Da nix im Kopf. Okay. Da rein. Was? Ach, hier habe ich den Energieknoten benutzt. Stimmt. Hier gab es ja auch die Werkbank. Die bringt mir aber nichts, weil ich zu wenig... Ich brauche einen Shop. Ein Shop wäre jetzt gerade ganz praktisch. Aber wir gehen jetzt eh zurück. Dann werden wir einen bekommen bald. Ah ja, das war der Typ, der sich hier in Matsche gemacht hat. Jedem sein Hobby. Ich höre hier was. Was? Ich glaube, die muss ich stampfen, oder? Feuerdings wäre auch gut. Nee. Geht. Oh, shit, wie macht man die nochmal? Hallo! Oh, wow. Okay, das kam jetzt ein bisschen überraschend. Also, ich glaube... Oh, super. Nettes, Lass mich da durch. Ich hab die Ruhe weg hier. Ich will rennen. Hilfe. Ich hab Angst vor den Viechern. Oh, shit. Ich bräuchte da echt Flammenwerfer. Weil, oh, die jetzt einzeln abzuschießen, das wird doch mörderlästig, oder? Wie die mich einfach zerfleischt haben, die kleinen Giftbrotzen. Unglaublich. Hat's jetzt jemand da durchgeschafft? Nee. Ich hab jetzt nur die Waffe. Ich muss es irgendwie damit machen. Unangenehm. Keine andere Möglichkeit. Nee, es sei denn, wenn ich hier sowas Explosives, was Explosives auf die schleudern, das wäre vielleicht auch geil. Aber hier in dem Raum gab es nichts, oder? Das war nur da bei der Schwerelosigkeit. Mist. Ich hoffe, ich treffe mehrere auf einmal. Das kann ja jetzt lustig werden. Ich höre sie schon. Sind sie? Jegliche Viecher, sag ich euch. Können die einen töten hier? Kommen. Jetzt sind sie nicht die schnellsten. Noch zwei.
Alle tot? Ah, eins! Ich weiß nicht, ob ich eins auch töten könnte, aber so die Masse ist auf jeden Fall sehr, sehr tödlich, wie man gesehen hat. Ah, cool. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Nein, wir haben nicht alle. Da ist noch ein Vieh. Oh, jetzt habe ich den Kopf auch noch abgetrennt. Ich bin aber auch fies. Jetzt herumrollt, ey. Oh, nee. Das ist ja furchtbar. Es tut mir leid. Zum Glück spürst du das nicht mehr. Gucken wir mal, wenn wir da reingucken, dann... Okay, lassen wir das. Ja. Nett. So, was war das jetzt wirklich? Ach Gott, das ist nur das Geräusch wegen der blöden Leiche. Ist jetzt wirklich alle? Ja. Stars ist immer voll. Aber sehr nettes Continue. Wusste ich gar nicht mehr, dass die da so freundlich sind. Ah, da ist eins an mir. Was soll ich machen? Ich muss E drücken. Ah. Ach shit, ich hätte vorhin vielleicht auch die ganze Zeit E drücken können. Und dann wären die so gestorben. Ich weiß es nicht mehr. Ob es bei mehreren auch einfach nur E drücken. Dann kann ich nämlich Muni sparen. Ich werde es das nächste Mal einfach riskieren und probieren. Sehr cool. Den Weg. Durch die Schächte. Dieser Schacht ist noch intakt, da kann was nicht stimmen. Hm. Wenn man sich drauf verlassen könnte, wäre es ja auch langweilig, ne? Was ist jetzt hier? Hallo? Okay. Nach rechts. Wieder in der Eingangshalle. Das ist gut. Und dann kann ich speichern. Und hier gab es doch auch einen Shop, oder? Ne, bei der Monorail-Station war der Shop. Ich gehe erst zur Monorail-Station. War hier noch was Wichtiges? Nee. Ja, jetzt gehen wir zum ersten Mal dahin, wo wir eigentlich zuerst hin sollten. Aber nein, Shop hier. Hier ist er schon. Gut. Wir haben ein bisschen was zu tun. Wunderbar. Und zwar haben wir... heruntergeladenes Schema Flammenwerfer. Impulsprojektile. So, das ist jetzt auch aus unserem Inventar. Schon deswegen war das jetzt mal wichtig. Wir haben schon lange nichts mehr hier gemacht. Ich habe hier noch zwei Medipacks im Safe. Und im Inventar habe ich auch noch Medipacks. Der Halbleiter kann auf jeden Fall verkauft werden. Ja. Zweimal Stase bleibt. Die Energie bleibt. Strahlmunition für die Strahlenkanone. Bleibt. Genauso natürlich wie der Plasma-Cutter. Wow, ich kann ja echt viel verkaufen. Dann sollte ich vielleicht ein bisschen noch was ins in den Safe legen. Das Große will ich zum Beispiel nicht benutzen so schnell. Plasma-Energie ist halt auch ein bisschen fast zu viel, ne? Reicht eigentlich 50. Ich mach's mal in den Safe. So, das werde ich bestimmt nicht bereuen. Safe ist sicher. Strahlmunition lasse ich drin, denn ich bin dazu geneigt, den jetzt zu kaufen. Der Flammenwerfer, hier ist er für 11.000. Ich habe gerade vorher noch geschrien, ich brauche einen Flammenwerfer. Aber mir ist ja eingefallen, dass man die Viecher mit E einfach abwedeln kann. Also brauche ich vielleicht doch nicht so dringend einen Flammenwerfer. Lieber wäre mir da die Strahlenkanone. Impulsgewehr holen wir uns gar nicht. Das sage ich schon mal vornherein. Dementsprechend brauche ich auch keine Impulsprojektile. Das ist nämlich die Munition dafür. Kann ich mir denn schon Munition für die Strahlenkanone kaufen? Oder brauche ich da auch noch ein Schema? Impuls, Plasma-Energie ist für den Plasma-Cutter. Oh shit. Ich hoffe, ich habe das nicht übersehen. Weil wenn ich mir keine Munition kaufen kann, wäre das äußerst dumm. Die Strahlenkanone ist aber echt gut. Vor allem, weil die auch so Minen haben. So eine Art Granate. Die finde ich auch sehr stark. Und anscheinend kann man sich immer Energieknoten kaufen, wenn man das nötige Kleingeld gerade übrig hat. Das ist auch gut zu wissen. Ne, okay, dann kaufe ich mir jetzt die Strahlenkanone. Und ich denke, das war's dann erstmal. Jawohl, eine neue Waffe. So. Das hat sich gelohnt jetzt. Das kann Symbol bedeuten, dass der Munitionsclip ihrer Waffe näher ist.
Ah. Alles klar, danke. Ja, ich kann es euch mal kurz zeigen. Oh. Beziehungsweise ich muss das erst... Ne, da ist es doch auf der Shortcut. Warum konnte ich das gerade nicht auswählen? Ah, ich glaube, das geht mit dem Pfeiltasten dann. Ne, wie geht denn das? 1, 2... Ach, der liegt auf der 3, warum auch immer. Das ist schon ein etwas wuchtigeres Ding, aber schaut mal, wie schön groß da unsere die Fläche ist, die wir attackieren, die wir treffen. Das ist richtig schön gemacht, finde ich. Heißt ja nicht umsonst so. Man, wie in einem Strahl trifft man dann einfach alles, was da dazwischen ist, zwischen den Punkten. Kann ich das... Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Aber zur Demonstration. Das war so eine Art Granate, wobei ich die ein bisschen anders in Erinnerung hatte. Okay. Wenn man bei dieser Waffe hier, beim Plasma-Cutter, konnte man immer so switchen. Und ich habe jetzt versehentlich das bei der Strahlenkanone gemacht. Und ja, dann macht man so etwas. Ist wirkungsvoll. Ich werde mir aber das jetzt erstmal noch aufheben, bis schlimmere Gegner kommen. Ich habe ja sowieso kaum Munition dafür. Gut, dann wäre das auch geklärt. Das Einzige, was ich euch theoretisch noch zeigen könnte... wer bei der Werkbank war, die ist, glaube ich, gar nicht hier. Sag mal, soll ich das hier nicht in die Luft jagen? Ah ne, da fehlt mir sogar noch was. Die Thermitbombe, okay. Ja, die werde ich dann wohl da finden, wo ich hin muss. Gut, dann speichern wir das Ganze nochmal ab. Auch wenn ich effektiv betrachtet nur eine Munition verschwendet habe, aber egal. So. Und weiter geht's. Hierhin jetzt, Forschungsflügel. Zutritt nur für autorisiertes Wissenschaftspersonal. Aber das Wissenschaftspersonal ist leider des Todes, Freunde. Also komme ich hier mal vorbei. Guten Tag. Ach. Ja, den alternativen Feuermodus habe ich euch ja jetzt schon bei beiden Waffen gezeigt. Das schon mehrmals. Das Spiel erklärt das erst jetzt. Ist ja krass. So. Aufpassen. Okay, ich wollte gerade sagen, das die Geräusche mache ich, aber nein. Da scheint wieder irgendeine Tür zu spinnen oder so. Science? Where would you be without? Wahrscheinlich an einem sicheren Ort. Ach, euch geht's auch nicht mal so doll, ha? Huh? Ja, was wir hier tun müssen, ist klar, wir benutzen wieder unsere Stase. Nein, da habe ich was gefunden. Das ist ein bisschen zu schnell, aber es waren wahrscheinlich Credits. Finde ich hier auch noch was? Ich noch kurz reinstampfen darf in die Gesellschaft. Ach, hier. Es ist so fair. So. Okay. Kurz bevor es aufgeht, benutzen wir am besten die Stase. Jetzt. Ja, das ist jetzt nicht schwer gewesen. Wunderbar. Hauptlabor. Bitte untersuchen Sie sich auf Kontaminationen. Das wird wohl das kleinste Problem sein. Jetzt mal gucken, bin ich alleine? Noch, ja. Großes Labor. Schön. Fällt mir hier. Wir sollen... Wohin? Da links runter. Vermute ich mal. Okay. Dann gucken wir uns das erstmal hier. Credits. Ja, ich habe schon genug Innereien gesehen. Langsam von Menschen. Ich brauche da keine Plastikpuppe dafür. Ah, Strahlmunition, sehr gut. Es kann jetzt sein, dass wir jetzt, wo wir die Waffe haben, dass wir auch öfters diese Munition finden, dass sich das ein bisschen danach richtet. Kann auch sein, dass das nicht so ist. Nur eine Vermutung. Okay, die Tür geht erstmal nicht auf. Security Phone, da wird wohl keiner sich melden. Schön wär's. Tür nervt. Oh, was war das?
Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Also ich bin's nicht. Ich geh einfach mal in die Ecke, da wird mir nichts passieren. Oh, da war ein Schacht! Da war ein Schacht, ich wollte es gerade sagen. Oh nein! Au! Oh shit, ey! Direkt vor meiner Fresse! Oh Gott, der ist ja noch halb Mensch! Ist er noch halb Mensch? Was ist los mit dir? Okay. Der hat noch Hosen angehabt. Habt ihr das gesehen? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich weiß, dass da hinten eins ist, aber ich glaube, da links kommt gleich eins auf mich zu. Ich höre es doch. Ah! Ah, scheiße! Wo kommst du denn jetzt her? Ja, ihr habt noch Hosen an, eindeutig. Scheiße. Ich wurde grad. Ich glaube, ich sterbe. Ah ne, mir geht's ja noch mal ausgezeichnet hier. Oh, jetzt verliert doch mal dein Beinchen, ey. Was ist denn heute los mit euch? Alter, wo kam das jetzt her? Ich dachte mir hier, kommen hier noch mehr aus? Ach, vielleicht. Ich dachte, ich bin ja relativ sicher in der Ecke. Okay, der eine kommt natürlich genau hinter mir rausgeschossen. Das ist halt Standard. Muss man so machen. Ja, ich glaube, hier ist noch mehr. Oh, das war Körper. Vorsicht, ich glaube, ich höre hier immer... Da lebt der eine noch. Nee. Aber irgendwo lebt noch einer. Da links ist es. Ich glaube, der ist unten. Oder er klettert. Ich muss auch öfters an die Decken und so gucken. Nee, der muss unten stehen. Der muss unten sein. Mann, die aber auch auf einmal auch alle herkommen, ne? Das ist brutal. Oder ist da drin einer? Es klingt, als wäre da drin einer. Shit. Ist da drin einer? So. Nee, dann ist er doch unten. Ist er doch da unten irgendwo? Gehe ich mal auf die andere Seite. Wow, das war so blöd. Ich bin da in der sicheren Ecke. Bams. Das ist so klar. Es gibt keine sicheren Ecken in dem Spiel. Aber wie krass das aussieht. Schaut euch das an. Also definitiv waren das mal Menschen. Jetzt weiß man es ganz genau. So blöd. Ja, krabbelt der halt vom Kurs hin, wie man sagen soll. Ich könnte ihm die ganze Zeit so gucken, das ist vollig. So, jetzt nicht mehr. Ich glaube, der Alarm ist jetzt hinfällig, oder? Anscheinend nicht. Hier muss es noch mehr geben. Aber ich höre keine mehr. Ich räume erstmal hier auf. Ich habe bestimmt noch das eine oder andere übersehen. Hier ist nichts mehr. Müssen wir nochmal uns besinnen, wo wir aufgehört haben. Hier liegt noch Strahlmunition. Hier geht's nicht rein. Verschlossen. So. Ja, da will ich rein. Da unten. Nichts zu erkennen. Nichts zu hören. Könnte ich runterfahren, das mache ich aber noch nicht. Das gucke ich noch auf der Seite. Na ja, gut, da war ich jetzt auch schon. Gut. Ja, da unten ich kenne hier nichts, aber wir gehen mal runter. Which the... Was? Wamp? Which the Wamp? Which the Wamp? Ach, ist doch egal. Kragel hier, die haben hier alle Sauklauen. Wenn man sich in so ein Vieh verwandelt, muss man nicht gleich schreiben wie eins. Arbeitet an eurer Schönschrift. Wenn ihr schon durchdreht. Es muss ja noch irgendeins mich erschrecken kommen, wenn der Alarm nicht aufgehoben wird. Wenn sie da irgend noch was Feindseliges spüren. Na, komm raus, komm raus! Komm schon! Hin. Hä? Ach, da rein. Ist aber auch verschlossen, das Biolabor. Zutritt für autorisiertes Personal. Ich bin mal wieder nicht autorisiert hier.
Frechheit. Da drin erkenne ich eine Speicherstation, glaube ich. Und hier ist eine Stasi-Station. Ich benutze gar nicht mehr Stasi für die Gegner. Ich habe mich langsam wieder dran gewöhnt. Ach, guck mal, da bist du. Was ist jetzt? Hi! Langsam! Das ist... Ist gar nicht hier sein. Warum lebst du noch? Bist du? Ja, Leute. Ja, in solchen Momenten übrigens hätte ich gerne eine Strahlenkanone. Benutzt schnell! Ah, das andere wackelt auch noch rum. What? Das lebt noch. Okay, das war jetzt ein bisschen too much. Das war jetzt wirklich ein bisschen too much. Aber, Quarantäne aufgehoben. Hey, yay, wir leben noch. Kein Treffer bekommen. Also, jetzt eben nicht. Oh ja, also meine Theorie, dass die Strahlkanone, also das Erhalt der Waffe auch mehr gedroppt wird, wird immer mehr bestätigt. Und ein Glück, die Garantie. Die Quarantäne ist vorbei. Die Nerven können erstmal wieder geruhigt werden. Ich hoffe, ich habe das Audio-Log gerade nicht zermatscht. Ich wollte eigentlich nur das um mich herum zermatschen. Ach, komm. Da ist nichts. Okay. Gut. Ja, das Audio-Log lebt noch. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar. Atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Oh Mann. Wie man so auch noch was faszinierend finden kann und untersuchen will. Aber wir haben jetzt endlich gehört, gegen was wir hier eigentlich... Das habe ich ja noch nie gesehen. Boah. Das ist mir schlecht. Ist das eklig. Gegen was wir hier eigentlich die ganze Zeit kämpfen, nämlich Nekromorphen, also Nekromorphs. Schön. Das sind unsere Hauptfeinde, kann man sagen. I give great Peng. MW was? Anion? Nein, danke. Oh mein Gott. Aber es ist verwunderlich, wie wenig Schaden wir von den zwei Attacken vorhin bekommen haben. Jetzt eben am Schluss ging's gut. Keinen weiteren Schaden bekommen, dafür ein bisschen mehr Munition verloren. Aber was soll's, wir haben ja genug. Das nächste Mal muss ich mir angewöhnen, die 3 schnell zu drücken, wenn es so 2 groß auf einmal sind, dann benutze ich lieber die Strahlenkanone, dann treffe ich nämlich auch beide auf einmal. Das ist deutlich sinnvoller. Ab 2 Gegnern oder ab was Größerem. Wie dem auch sein. Die Türen sind jetzt wieder auf, weil die Gegner erledigt sind, wenn ich es richtig sehe. Da steht auch Zeug geschrieben. If you are here, you are... Ups. You know that I was here, come back at night. You will see love was always there. Ach, ist das schön hier alles. Lydia, if I don't make it back, take care of the... Kids for me. I love you. Auch Menno. Ja, das muss man alles mitnehmen. Das ist auch immer wieder spannend. Okay. Stars ist immer voll. Haben wir gar nicht gebraucht. Ja, da können wir schon ein bisschen stolz auf uns sein. Also wenn wir jetzt mal bedenken, wie ich im Part 1 und 2 noch gegen die Viecher da gekrüppelt bin, erkennt man doch jetzt mal wieder langsam, aber sicher, dass es auch wieder effizienter zugehen kann. Langsam Lernkurve und gebe mir immer zufrieden mit mir. So, ich gehe jetzt absichtlich nochmal hoch, weil da ja auch noch eine Tür war, die jetzt gleich aufgeht. Weil die Quarantäne weg ist. Kann man auch mal rennen. So, Sicherheitsstation, Warnung, keine Labormaterialien dürfen den Bereich verlassen. Ne, hier ging's, da kam ich her. Hier wollte ich hin.
Aber hier ist immer noch zu. Seltsam. Wie kriege ich die Tür auf? Da ist ja eindeutig Zeug, das ich haben will. Ah, von der anderen Seite. Okay, merke ich mir. Werde ich vielleicht noch irgendwie hinkommen. Gut, hier oben war sonst keine Tür mehr. Dann gehen wir wieder runter. So, unser Ziel war das Biolabor. Und deswegen gehen wir erstmal hier rein. So, ich denke mal, dass jetzt keine Viecher mehr kommen, sonst wird ja wieder eine Quarantäne ausgerufen werden. Auf irgendeine Art und Weise werden die ja sofort erkannt. Wenn das immer der Fall wäre, das wäre schön, ne? Ja, noch mehr Strahlmunition. Aha. Die Musik geht gerade so ganz leise, dezent im Hintergrund. Das ist auch immer so stark. They are watching. Sorry. How could from try again? I give great night, you will see. Always there. Ja, sorry, es macht mir halt Spaß, das ein bisschen zu lesen. Es ist dieses wirre Gekrake zum Teil. Steigert die Atmo, finde ich. Strahlmuni, sehr schön. Wenn das so weitergeht, können wir die gleich standardmäßig benutzen. Ich wusste gar nicht mehr, dass die da so nett mit der Muni sind. Gut. Jetzt, glaube ich, ist nur noch das Labor übrig. Oder haben wir an den Toiletten schon ordentlich geguckt? Ja, ne? Ah ja, da war das eklige Vieh. Ach, das will ich nicht wiedersehen. Hier schon geguckt. Ich hoffe, was ist denn hier los? Was ist denn da drin? Mach mich nicht kirre. Ne, dann waren wir jetzt überall. Jetzt geht's ab ins Labor, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass wir hier noch was anderes haben. Oder das hier. Genau, Biolabor. Und da war ich eben drin, ne? Nur noch mal zur... Habe ich ja eben alles durchgewühlt, ja. Okay, gut. So, jetzt ist immer die Panik, was zu übersehen. Hier. Hier war ich nicht drin. Ha! Doch fast was übersehen hier. Unglaublich. So, jetzt ist nämlich auch wichtig. Wir haben einen Videolog bekommen. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Ja. Veränderung ist nämlich nicht immer gut. Vor allem, wenn man sich hier umschaut. Ja, genau hier standen sie und haben das aufgenommen, beziehungsweise die Erzählung gehabt. Ich glaube, ich habe gerade ein kleines Geheimnis noch gefunden. Aber erst gucke ich mich hier noch um. So, nee, hier ist sonst nichts mehr. Ein paar letzte Überbleibsel vom ehemaligen Doktor. So, ich würde gerne das hier mal verschieben, wenn ich darf. Oh, das ist aber schwer. Komm. Das reicht ja auch schon. So dick bin ich nicht. Ah, was hat denn der Doktor da für Geheimnisse, ha? Huh? Ein Halbleiter. Sehr schön. Nehmen wir natürlich mit. Und hier. Oh, schön. Voll der Bonus gefunden.
paar merkwürdige Aufzeichnungen. Ja, ihr habt es ja gehört, ne? Nicht nur diese Necromorphs, auch dieser Marker, dem Göttliches zugesprochen wird. Warum auch immer. Ist jetzt die Frage, ob es der Marker wirklich schon hier auf die Ichimura geschafft hat. Den Umständen hier zufolge wahrscheinlich schon. Ja, alles am Rad dreht. So, eine Textlog. Der Marker. Ja, wenn wir schon beim Thema sind. Persönliches Logbuch Dr. Kain T. Chief Science Officer. Die Videoaufzeichnungen aus der Kolonie sind zwar qualitativ miserabel, aber das Artefakt scheint tatsächlich ein echter Marker zu sein. Der erste in der 200-jährigen Unitology-Geschichte. Ich will ihn unbedingt an Bord des Schiffes haben, damit ich ihn ausgiebig studieren kann. Das Potenzial ist enorm, nicht nur für mich, obwohl ich natürlich seit Jahrzehnten von einer solchen Entdeckung geträumt habe, sondern auch für die gesamte Menschheit und insbesondere die Church of Unitology. Dieser Marker könnte der Beginn eines neuen Zeitalters der Menschheit einläuten und ich werde mein Möglichstes tun, dass es auch eintritt. Ich weiß, dass die Kirche mir dankbar sein wird, doch wird die wahre Anerkennung von der gesamten Menschheit kommen. Oh, was für ein gesegneter Tag heute doch ist. Oh, du Dummkopf. Also, entweder bilde ich mir das ein, dass sich hier manchmal Dinge bewegen, oder... Das ist ja nicht mehr normal hier. Gut, nachdem wir das jetzt gecheckt haben, geht's nun aber endgültig zu unserem eigentlichen Ziel. Es sei denn... nein. Schon gut. Das Spaß. Das Biolabor. Das Biolabor. Was ist denn das? Aha. So, endlich höre ich die Tür nicht mehr im Hintergrund. Ah, doch, man hört es doch. Verdammt. Egal. Strahlmunition. So, sonst ist hier nichts. Doch, eine Speicherstation. Das ist natürlich auch von Vorteil. No God, no fear. No God, no fear. Story hier. It's not safe. Lydia schon wieder. Der wollte echt sicher gehen, dass Lydia seine Nachricht liest. Okay. Gut, Leute. Wir haben ein gutes Stück geschafft. Das nächste Mal erwartet uns das Nichts. Das hat jetzt schön gepasst mit der Musik. Okay, also schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es hier mit nichts weitergeht. Nein, Quatsch. Wenn es hier mit Dead Space weitergeht, ich freue mich schon. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.